Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge bei Rayman Legends. Bei uns geht's wieder in Murphys Katakomben und wir müssen ja knapp 1000 Meter wieder erreichen, was wir eigentlich auch gut schaffen können, wenn unser kleiner grüner Freund hier auch ein bisschen mitspielt. Vom Schwierigkeitsgrad würde ich sagen, ist es ja mittelprächtig. Es ist eigentlich recht einfach zum Schaffen, gerade die 900 Meter zum Erreichen, und dann kommt natürlich wieder irgendwann so diese Goldwand halt eben, durch die wir durchbrechen müssen. Danach bleibt es dann noch schwer, aber ja, also zumindest mal die ersten 3x300 Meter sollten wir ohne Probleme schaffen. So, es geht hier rüber, wir machen hier wieder einen großen Sprung, kleiner Sprung, klar könnte man die Tabletts auch ziehen hier, aber ja, es bringt nicht ganz so viel, also es hält uns meistens eher sogar ein bisschen auf, wenn wir hier viel hin und her springen, und erhöht natürlich auch das Risiko. Hier ziehen wir das Ganze schön hoch, machen einen Sprung hoch, klatschen noch den einen weg. Hier auch rüberziehen, ganz vorsichtig drüber springen, einmal dazwischen durch, ganz kleiner Sprung. Ihr seht es auch. Was ich auch noch sagen möchte, es gibt eine Knackstelle, die ist gerade bei der Goldgrenze, die wir heute haben, wo man darauf achten muss, dass man halt eben den Controller, den analogen Controller, dann plötzlich nach links zieht. Was recht ungewöhnlich ist hier in dem Level, wenn man eigentlich, ja, so gut wie eigentlich immer alles auf Anschlag rechts hält. Aber an der Stelle müssen wir dann ein bisschen aufpassen. Zeige ich euch aber gleich dann nochmal, wo diese Stelle ganz genau ist. So, hier jetzt nochmal hoch. Wir haben schon die 800 Meter. Hier noch einmal drüber. Hier hoch, wenn wir den sehen, kennen wir auch, was hier genau kommt. Da kommen die Hochzieher, das heißt, wie wild die Gelbtaste drücken. Hier sammle ich auch noch ein paar ein, muss nicht ganz so viel sein. Drüber und jetzt hier nach links drücken, da wir uns sonst nicht an dieser Plattform abstoßen können. So, und jetzt wird es ein ganz klein wenig eklig. Allerdings, wenn wir beide Tasten dann jetzt gleich immer gleichzeitig drücken, also hier, hier und dann auf die Plattform rüberspringen, dann ist es ohne Probleme zu schaffen. So, hier auch nochmal einmal wieder rüberziehen, ganz vorsichtig durchfliegen. Und gerade das mit diesen Winden ist natürlich mega eklig. Und ich hasse die schon immer ein bisschen, und hier vergesse ich dann wieder hoch zum Ziehen. Aber 1214 Meter ist schon mal eine schöne Hausmarke. Und mit der können wir eigentlich heute das heutige Level gut beenden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gleich kommt nochmal ein Outtake von einem Bug, der recht eklig war. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde bei Rayman Legends. Bis dann! Yeah.